town, everybody scream. In this town of Halloween, I am the one hiding under your bed, teeth brown sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we called home, everyone held to the pumpkin song. In this town, don't you never know, everybody's waiting for the next surprise. Round that corner, man hiding in the trash can, something's waiting out to bounce and howl. You scream, this is Halloween! Red and black, slimy green! Aren't you scared? Well, that's just fine. Everybody scream, everybody scream! No town of Halloween. I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and gone without a trace. I am the who when you call who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow of the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween! Halloween, Halloween! Halloween, Halloween! Halloween. Scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Our man Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king now. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Knock, knock, knock. Das war schön, toll. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier heute Abend bei uns im Grusel-Labyrinth in der Erlebniswelt Grusel-Labyrinth NRW. Wir präsentieren Ihnen heute unsere Highlight-Wochen. Mein Name ist Tiberio und ich freue mich, hier heute auch oben zu stehen und Sie alle da unten sitzen zu sehen. Nee, das war falsch. Ist egal. Heute noch ein bisschen was zum Ablauf zum heutigen Abend. Wir erzählen Ihnen jetzt gleich ein bisschen was über Halloween-Wochen und Partys und Karaoke. Wer ist das? Ich habe das doch gehört. Irgendwo ist doch hier ein Handy an. Wer war das? Ausmachen. Also wirklich. Nachdem wir hier dann fertig sind, gehen Sie, soweit ich weiß, alle nochmal fleißig durch Meer. Und wenn ich richtig informiert bin, gehen auch einige von Ihnen nachher noch durch unsere neue Hauptattraktion Phantom Manticore. Das bedeutet, alle die, die die Einlass Zeit 20:30 haben, gehen vor allen Dingen gleich als allererstes, wenn sie hier durch sind, zu Meer. Und danach 21 Uhr und danach 21:30. Habe ich das richtig gesagt, Michael? Ja, schön, schön, schön. So, aber ich möchte Ihnen gar nicht so viel über die Halloween-Wochen erzählen, sondern das macht unser liebenswerter Chef Holger Schliemann. Den ich jetzt zu mir bitte. Holger! Ich gebe dir das, dann hören die Leute dich auch. Test, Test, vielen Dank. Als ob das nicht funktioniert, wir haben doch heute fähiges Personal da sitzen. So, ich habe gehört, wir haben Halloween-Wochen 2018. Juhu! Juhu! Möchtest du uns ein wenig was über die Halloween-Wochen 2018. Halloween-Wochen 2018. Erzähl. Guck mal, das ist eine Kobold-Magie. Du hast sie gerade Highlight-Wochen genannt. Das trifft ja eigentlich so perfekt zu, weil für uns als ganzjährige Attraktion ist es schon eine besondere Zeit, weil natürlich Herbst-Gruselzeit
ist die Zeit rund um Halloween perfekt. Deswegen die Halloween-Wochen. Richtig. Und das machen wir jetzt ja schon das vierte Jahr hier in Bottrop. Unglaublich. Und das ist für uns natürlich auch eine wichtige Saison, die mit zu unserem großen Erfolg hier beigetragen hat, weil wir natürlich gerade um diese Zeit großen, großen Andrang hier haben. Und das machen wir natürlich auch schon seit ein paar Jahren so, eigentlich seit dem ersten Jahr schon so, dass wir da auch das Angebot halt erweitert haben und nicht nur unsere reguläre Hauptattraktion eröffnet, beziehungsweise geöffnet haben. Wir haben ja angefangen nur mit einer Hauptattraktion hier im Gruselabyrinth NRW und sind dann relativ schnell zur Erlebniswelt geworden, nachdem wir eine Zusatzattraktion 2015 ausgetestet haben. Das war Totem, der Kannibalenwald quasi. Und da das so gut ankam, haben wir dann halt dann einfach mehr gemacht. Also mehr. Genau. Mordwitz. Ja, ja. Wir hatten auch überlegt, mehr dieses Jahr einfach mehr zu nennen, aber nein. Also, ja, so wie es jetzt ist okay. Also, unsere Halloween-Wochen, das ist der Zeitraum, wo es halt exklusiv unser Outdoor-Maze gibt. Das gibt es wirklich nur während der Halloween-Wochen und an ganz ausgewählten Specials, zum Beispiel die Extra-Schicht diesen Sommer, da haben wir das auch gehabt. Und letztes Jahr hatte der Märchenwald auch während Freaky Christmas geöffnet. Das allerdings wird dieses Jahr nicht so sein. Es ist eine exklusive Halloween-Wochen-Veranstaltung des Outdoor-Maze. Ja. Wir haben ja nicht nur zu unseren Halloween-Wochen haben wir jetzt nicht nur allgemein unsere Zusatzattraktionen, sondern wir haben ja auch noch Halloween-Highlight-Tage. Die sind ja auch nochmal was ganz Besonderes hier bei uns in der Erlebniswelt. Das war die blödeste Idee, die ich jemals hatte, weil es für die größte Verwirrung in unserem Online-Ticket-Shop sorgt. Ja. weil niemand unterscheiden kann, was sind denn jetzt so die Halloween-Wochen und was sind jetzt diese Highlight-Tage eigentlich. Ja, es gibt während der Halloween-Wochen nochmal die Highlight-Tage, weil wir neben dem regulären Rahmenprogramm zu diesen Daten genau, von Walking Acts, die wir hier haben, einfach nochmal eine ganze Menge mehr Walking Acts an diesen Tagen da haben, weil wir dann Live-Musik anbieten. In diesem Jahr, soweit ich das im Hinterkopf habe, haben wir übrigens das erste Mal auch laufende Live-Musik, also ähnlich wie wir es gerade gehört haben, an verschiedensten Orten immer wieder Gesangseinlagen. Und halt noch andere tolle Dinge, wie zum Beispiel Stelzenläufer, spezielle Fotopunkte und nicht zu vergessen, das absolute Highlight ab diesem Jahr, die Halloween-Partys. Die Halloween-Partys. Was ein eigenes Thema für sich, weil die sind nicht in dem Ticket inklusiv. Aber das kann ich gerne nochmal erklären, warum. Ja. Soll ich? Ja, mach mal. Okay, also. wir haben zu ganz später Stunde hier oben in dieser Lounge einen extra Bereich, wo wir die Party veranstalten. Die ist ganz unabhängig davon, weil wir davon ausgehen, dass die meisten, die sich für die Party entscheiden, nicht vorher 4 Stunden ein Gruselprogramm machen wollen, weil das doch etwas heftig ist, wenn man sich für die Party zurecht macht, mit Kostümen dann das Gesamtprogramm zu machen. Einige machen es bestimmt, habe ich jetzt auch schon gehört, aber deswegen haben wir das voneinander getrennt. Und wir möchten gerne mit unseren Halloween-Partys anknüpfen an den früheren Erfolg von Kiel, weil da haben wir auch schon Halloween-Partys veranstaltet und die waren ja in der Regel ausverkauft, manchmal sogar so, dass noch hunderte von Leuten draußen vor der Tür standen, die noch rein wollten, es aber nicht mehr konnten, weil wir einfach ausverkauft waren, bis an die Oberkante-Obergrenze. Und das war natürlich cool aus meiner Sicht. Und vor allen Dingen war es super schön, weil sich wahnsinnig viele Leute, die zu diesen Partys gekommen sind, richtig, richtig toll kostümiert haben. Da haben wir immer einen Kostümwettbewerb gemacht mit schönen Preisen und das werden wir dieses Jahr hier auch machen. Und da das hier nun auch nicht so das Mega-Argument ist, der Kostümwettbewerb, werden wir on top auch noch ein schönes Rahmenprogramm extra nur für die Party machen. Also ein Special Act für die Party, alles ein bisschen mehr Deluxe als zu anderen Halloween-Partys, die es so in Clubs gibt zum Beispiel. Weil wir finden, als Grusel-Labyrinth müssen wir schon da noch ein bisschen einen draufsetzen zu dem Standard, den es sonst bei Halloween-Partys gibt. Deswegen ist der Eintrittspreis auch nicht der Standard-Einzelpreis, sondern ein bisschen höher. Ein bisschen. Ja. Minimal. Bisschen. Aber jetzt haben wir ja nicht nur dieses Jahr auch mal wieder Highlight-Wochen und Halloween-Highlight-Tage, sondern wir haben eine neue Hauptattraktion. Wo ist dein Mikro? Haha, habe ich gut versteckt hinter der Fliege. eine neue Hauptattraktion. Magic. Ja. Phantomantikor. Ganz spannende Sache, finde ich. Das macht auf jeden Fall unsere Halloween-Wochen 2018 zu ganz besonderen Halloween-Wochen, weil es das erste Mal ist, dass wir eine neue Hauptattraktion haben. Das sieht man auch schon am Ticketvorverkauf, dass natürlich der Andrang besonders groß ist, beziehungsweise die Nachfrage, weil wir endlich ein großes neues Hauptprogramm haben.
Da freuen wir uns auch riesig drüber, weil wir dieses Jahr so viel Mühe ins Grusel-Labyrinth gesteckt haben wie noch nie zuvor, weil wir neben den Halloween-Wochen eine komplett neue Hauptattraktion gemacht haben. Und das hat ziemlich viel Arbeit und Schweiß gekostet. Und ich denke aber, der Aufwand hat sich sehr gelohnt, denn das ist schon eine tolle Attraktion geworden. Ja, vielleicht noch ein bisschen kurz zur Story, für die, die es noch nicht kennen. Bei Fantomaticor reist man ins Paris des Jahres 1928 und wird dort selbst ein bisschen zum Ermittler im Falle eines mysteriösen Phantoms im Hotel Montmartre. Also es ist ein bisschen mehr Krimi als nur Fantasy wie vorher. Das ist richtig, aber ohne uns Kobolde würdet ihr da gar nicht hinkommen. Das ist so. Kobolde bleiben, das ist Grusel-Labyrinth Standard quasi. Du hast gerade gesagt, jetzt haben wir neben den Halloween-Highlight-Wochen und Tagen auch eine neue Hauptattraktion gebaut. Wir haben Halloween-Highlight-Wochen. Moment. Nämlich wow. Neuheiten in mehr, also mehr, wie wir es gerade nannten, wie du es nennen wolltest. Also tatsächlich ist es so, dass wir natürlich schon am Überlegen sind, was kommt eigentlich mal nach mehr. Aber jetzt haben wir festgestellt, letztes Jahr, ich habe diverse Gespräche geführt, dass mehr ja eigentlich so cool ist und man ja immer noch so viele neue Märchen machen kann und das eigentlich irgendwie fast eine Neverending Story werden könnte, weil mehr so ein bisschen schon so einen kleinen Kultstatus hat, weil es eine sehr beliebte Attraktion ist. Naja, das Thema, da reden wir mal anders drüber, wann mehr dann mal nicht mehr da ist. Aber auf jeden Fall haben wir uns überlegt, nachdem mehr so arg gelitten hat unter dem Sturm, den wir Anfang dieses Jahres hatten, das war wirklich so, dass wir saßen in unseren Büros, haben nach draußen geschaut und die Orkanböen, die hier durchgingen, waren so heftig, dass die Kulissen wirklich reihenweise umknickten. Und obwohl das alles sehr stabil gebaut war, war da einfach nichts zu machen. Also das war wirklich für uns Vollkatastrophe, weil wir kurz vor dem Umbau für die neue Hauptattraktion waren. Und das Outdoor-Maze dann so zu sehen, boah, das hat schon geblutet. Und da haben wir uns die Frage gestellt, lohnt sich das überhaupt nochmal wieder aufzubauen? Weil dafür hätten wir noch den Aufwand betreiben können, eigentlich ein neues Maze zu bauen. Stand ja nicht mehr viel. Nee. Ja gut, aber ich meine, der Aufwand war schon etwas geringer jetzt, als ein komplett neues Maze zu bauen. Und wir haben natürlich auch die Pläne ja schon in der Schublade gehabt. Dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, es wieder aufzubauen und es hat sich auch gelohnt, denke ich. Jetzt glänzt es fast wie neu. Definitiv. Wir haben neue Szenen in mehr. Genau, der Rattenfänger von Hameln. Wir haben uns dafür entschieden, nachdem wir irgendwie so ganz exotische Märchen gemacht haben, exotisch in Anführungszeichen, wie Die Schöne und das Biest, dass wir auch so deutsche Klassiker mal wieder mehr einbinden wollen in mehr. Und deswegen ist jetzt der Rattenfänger von Hameln mal dran. Natürlich ist dieses Märchen auch absolut prädestiniert, weil es so widerlich düster ist und man kann sich ja noch ausmalen, was eigentlich alles mit diesen Kindern tatsächlich geschieht und vielleicht kann man sich das einfach anschauen, zum Beispiel nachher durch den Märchenwald geht. Also das perfekte Märchen für... Achso, das war eben... Ne? Ja. Naja, das perfekte Märchen für den Märchenwald auf jeden Fall. Und der Hutmacher von Alice im Wunderland, mit der Teetafel, das war ja eine sehr beliebte Szene, war aber jetzt die Jahre da und wir haben uns gedacht, jetzt müssen wir mal da ein bisschen was verändern. Und da der Hutmacher auch immer so gerne als Foto-Objekt in Anführungszeichen genutzt wird, haben wir uns überlegt, dass der Hutmacher jetzt ein Walking Act wird, damit die Gäste mal auch ein Foto mit dem Hutmacher machen können. Und dementsprechend ist jetzt ein neuer Main Character bei dieser Szene mit einer neuen kleinen Show. Und das ist die Herzkönigin. Man bringe mir ein Schwein. Genau. Entschuldigung, das kann nicht widerstehen. Hast du bezaubernd gesagt. Ja. Und dann haben wir noch eine Überraschung, und das möchte ich jetzt auch besonders betonen. Letztes Jahr war ja die Schneekönigin vor ihrem Eisschloss, genau da, ja. Und die ist dieses Jahr auch da, aber nicht so vollständig. Also, ich habe folgende Bitte. Wir möchten wirklich, dass für alle Gäste, die diese Szene durchlaufen, das eine Überraschung bleibt. Also würde ich mich sehr freuen, wenn es davon weder irgendwelche Fotos noch irgendwelche Filmaufnahmen einfach nichts gibt, weil es einfach so ein wunderschön horrormäßig blutiger Anblick ist, wenn man um diese Ecke kommt. Das ist schon genug gespoilert, was dort eigentlich passiert ist mit der Schneekönigin. Das ist korrekt. Das sind so die Neuheiten, aber das war es noch nicht. Wir haben noch mehr im Meer gemacht. Wir haben fast zwei Drittel der ganzen Tannen ausgetauscht, was eine unglaubliche Arbeit war, weil die ganze Winkelstruktur auch neu gebaut werden musste. Die ganzen Halterungen, die Bodenpfosten und so, die waren teilweise durchgerottet, das musste alles ersetzt werden, also war wirklich fast wie ein Neubau. Wir haben auch die Wegeführung ein bisschen angepasst, ein bisschen aufgehübscht, wir haben die Technik noch aufwendiger gemacht, die Beleuchtung nochmal überarbeitet, die Sounds mit neuen Soundkarten, sodass wir alles noch ein bisschen mehr Wumms drin haben.
Also wir haben wirklich viel auch drumherum uns noch Mühe gegeben, damit das Gesamterlebnis noch runder wird im Meer. Und ich hoffe, dass Sie nachher dann auch viel Spaß haben werden, das dann live zu erleben. Das ist korrekt, das hoffe ich auch. Holger, ich bedanke mich sehr. Sehr gerne, vielen Dank. Vielen Dank, Holger Schliemann. Jetzt haben wir auch ein süßes kleines Maskottchen zu unseren Halloween-Highlight-Wochen. Halloween. Ich seh dich. Wir haben ein süßes kleines Maskottchen an unseren Halloween-Highlight-Wochen und zwar ist das unser süßer kleiner. Da ist aber einer wichtig. Unser süßer kleiner Buka. Buka, komm doch mal. Hallo! Hi! Das klappt mir nicht. Hör mal, Handy anmachen kann er, aber das lief oder was? Morgen! Lukas, schrei nicht so, du kriegst jetzt ein Mikro. Okay. Das muss er anpassen jetzt. Geht das so? Ja, also ich glaube, funktioniert ja. Cool. Okay, schön, dass du da bist. Du bist ja unser Aushängeschild, wenn es denn um Halloween geht. Wie das bloß passieren konnte. Keine Ahnung. Ich bin süß und klein. Ja, vor allem sind die Nase. Naja, das ist in Ordnung. Ich weiß, du bist so ein kleines Partytier. Party! Haha. Haha, oh, jetzt halber. Wir haben Halloween-Partys. Ja. Vier an der Zahl. Und zwar an jedem Highlight-Tag haben wir auch eine Halloween-Party. Was sagst du so zu den Halloween-Partys als so Party? Viermal feiern in einem Monat. Vier? Ui. Da ist danach nicht nur die Nase rot, du. Das wird super. Das wird hart, ja. Das wird hart, das wird cool. Ja. Ich habe Aspirin-Abonnement abgeschlossen. Das finde ich vernünftig. Das wird super. Das finde ich eindeutig vernünftig. An unserem... Naja, Holger hat schon so viel über die Halloween-Partys gesagt. Holger hat sehr viel gesagt. Was wollt ihr denn noch wissen? Was kann ich denn noch sagen? Du kannst nichts mehr sagen. Wir machen einfach weiter. Guck mal, da sitzen wir. Guck mal, genau da stehen wir. Ja, da stehen wir. Da. Und da sitzen die anderen. Du als Partykönig. Ja. Ne? Du suchst ja auch ständig nach neuen Locations. Wo kann man denn mal was feiern? Ja, hier natürlich. Ja, hier natürlich. Also eigentlich kann man alles hier feiern. Man kann hier, wir hatten schon hier Hochzeiten, Betriebsfeiern hatten wir schon hier, Geburtstage hatten wir schon hier, Klassentreffen. Tatsächlich habe ich schon ein paar Leute gesehen, Klassentreffen, warum denn nicht? Ne, mal die Abi-Stufe einladen, vielleicht mal ein bisschen schicker, den Leuten zeigen, guck mal, so schönes Bottrop oder so, ne? Deine Stadt. Da lachen die Leute nur mehr, ja, also, ich verstehe gar nicht warum. Ja, die aus Malerheim, die lachen. Ja, lustigerweise kann man hier nicht nur Partys feiern, ob jetzt Hochzeiten oder Geburtstage, sondern hier kann man auch Tagungen abhalten. Ja. Also die Stuhlreihen passen ja schon mal gut. Die Präsentationsfeiern haben wir auch. Ja, wie immer auch, funktioniert sogar. Sehr schön. Gesang haben wir auch, also man kann hier auch Konzerte geben vielleicht. Auch das funktioniert durchaus, ja. Eine komplette Konzertbeschallung, Mikrofon. Dafür funktioniert unsere Technik. Ich sag, dafür funktioniert unsere Technik. Genau, die dafür funktioniert toll. Ausgelegt. Ja. Ja. Habe ich es falsch formuliert? Nee, ist alles gut. Okay. Also ich muss warten, bis der guckt. Wusch. Wir haben nicht nur Veranstaltungen hier, die man irgendwie die Privatleute buchen können. Nein, wir haben auch regelmäßige Veranstaltungen hier. Und zwar alle zwei Wochen Mittwoch. Warte mal. Mittwoch. Mittwoch, ja. Was ein Zufall. Haben wir heute nicht. Mittwoch, ne? Mittwoch. Wir haben Mittwoch. Wir sind der zweite Mittwoch. Es ist alle zwei Wochen, das ist egal, ob es der zweite ist. Ja, hast du bestimmt recht. Ja, habe ich. Gerade so ein bisschen Mathe in meinem Kopf. Hat fast geklappt, Buka? Ja, fast. Heute ist Karaoke. Das wollte er damit sagen, ja. Heute ist Karaoke tatsächlich. Alle zwei Wochen haben wir hier Karaoke. Das heißt also, wenn wir nachher weg sind, bauen wir um, damit wir auch Karaoke machen können. Ja. Aber ist nicht so schlimm. Aber guck mal, wenn man mich zum Beispiel oder Helmut später singen sehen, hören wollen würde. Also dich hören, Helmut sehen. Genau. Dann würde ich danach bleiben und vielleicht abends nochmal hochkommen und ein bisschen verzellern. Wer singen kann, ist heute Abend herzlich eingeladen zur Karaoke. Wer nicht singen kann, ist noch herzlicher eingeladen, denn das sind die coolen Leute. Hi, ich bin cool.
Was übrigens für Sie bedeutet, Sie haben ja alle so hübsche kleine Bändchen und Kärtchen, ne? Da kriegen Sie hier ja Getränke, ne? Nee, jetzt kommt's. Ja, doch. Oh. Pass auf, ich hau jetzt mal einen raus. Das bleibt sogar heute Abend so. Ne? Also, Softgetränke und Bier ist für Sie mit drin. Oh! Ja, genau, das kann man dann gleich. Das klingt doch lecker. Ganz viel Cola und Apfelschorle. Du vor allem. Ja, ist okay. Husch. Machen wir mal eine kleine Zeitreise zu den vergangenen Partys, die wir hier schon gefeiert haben. Ja. Zum Beispiel zu unserer Walpurgisnacht. Ja, das war schön. Du erinnerst dich, Walpurgisnacht, die ganzen Hexen, die hier getanzt haben? Bis 12 erinnere ich mich noch, ja. Krina, war schön. Wir haben alles geschmückt. Wir hatten eine Hexenbowle, das war ganz speziell. Wir hatten natürlich auch Hexen hier als Walking Acts. Ja. Ein paar Stück oder so. Alle Gäste waren verkleidet da, irgendwie als Teufel, als Hexen, als Hexe. Hexe, aber der Hexer war gut. War schön, ja. Ja. Hexenmeister, Level 110, toller Mann. So, guck mal, ne? Ein paar Tage und haben wir da. War schön, war eine tolle Party. Die ging bis 5 oder 6 Uhr morgens. Ja. Da haben wir die Strops angemacht, die hellen Blender, damit die Leute rausgehen. Hat auch funktioniert. War eine gute Party, also halbwegs. Ja. Danach auf dem Parkplatz noch ein bisschen, aber das war's. Ich erinnere mich dran. Dann haben wir hier noch unsere 20er-Jahre-Party gehabt. Jetzt mach's nicht mehr wurscht. Oh Mann. Ja, ein schönes Kleid an. Du hattest ein schönes Kleid. Ja, schwarz-weiß gestreift, schön mit Kopfschmuck in den Haaren. Toll. Toll. Und Punkte hast du hinterher auch gesehen, Punkte, ne? Ja, hatte ich Glitzerpunkte. Ja, das dachte ich mir. Hat Spaß gemacht. Gehen wir mal in die Zukunft. Jetzt mal abgesehen von den Halloween-Partys, die wir hier feiern, worauf ich mich schon sehr freue. Ja. Wir feiern auch am, wann war das nochmal, das Datum? Boah, ganz prägnantes Datum, ne? Ist wie Weihnachten, sollte man nicht vergessen. Silvester. Silvester. Am 31.12. Ja, genau. 31.12. Am 31.12. feiern wir hier das erste Mal in Bottrop eine riesige Silvesterparty, eine riesige Silvestersause, wo ich Ihnen sehr gerne sehr viel zu erzählen würde. Haben wir dafür vielleicht eine neue Karte? Nee. Okay. Dann erzähle ich dafür sehr viel. Ich mache dazu, ich gestikuliere. Du gestikulierst, ich erzähle. Ist okay. Okay. Ich würde Ihnen sehr gerne sehr viel dazu erzählen. Zum Beispiel, was wir Ihnen schon alles anbieten können, kann ich aber nicht, aber so viel steht da noch nicht. Ich weiß nur, dass diese Party um 21 Uhr beginnen wird und ich mich sehr freuen würde, wenn die Silvesterparty der richtige Knaller wird und wir alle fleißig ins neue Jahr feiern können. It's a final countdown. Di-di-di-di-di. Sei mal einfach lächerlich genug, die Leute machen mit. Schön. Ich hätte gucken sollen, was du machst, Buka. War nichts Schlimmes, oder? Nein. Ist okay. So viel zu den Neuerungen und dem, was uns hier im Grusellabyrinth NRW dieses Jahr alles noch erwartet. Einen kleinen Ausblick habe ich Ihnen gegeben. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie heute Abend alle hier sind. Und nun schicke ich Sie so langsam gen Meer. Also derjenige, der Einlasszeit 20.30 Uhr, habe ich behalten, 20.30 Uhr hat, sollte so langsam sich erheben. Hat nicht funktioniert. Erheben Sie sich! Und gen Meer gehen. Der Rest folgt dann später. Ich freue mich sehr und bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön, dass Sie da waren.